Ja, Mike Sosnowski, ich arbeite an der Charité Facility Management GmbH in Berlin in der Logistik. Seit über 10 Jahren. Die Charité CFM wurde gegründet, um die Löhne an der Charité zu senken. Dort wurden alle nicht-medizinischen Dienstleistungen ausgelagert. Und gleichzeitig wurde auch ausgelagert, dass der Tarifvertrag für die Charité nicht mehr für die Beschäftigten in den Tochterunternehmen gelten soll. Das führt dazu, dass wir Einkommensverluste bzw. weniger verdienen, bis zu 40% von dem, was die Stammbelegschaft der Charité verdient. Und deswegen stehen wir heute draußen, weil 40% weniger zu verdienen, ist einfach auch eine Frage der Anerkennung und der Wertschätzung. 40% weniger zu verdienen heißt aber auch, dass es schwierig ist, seine Familie zu ernähren und dass man zwangsweise mit Hartz IV aufstocken muss, um irgendwie über den Monat zu kommen. Schrei! Die Logistik im Bürgerschutzung? Schrei! Die Logistik im Bewerbungsschutzung? Schrei! Ich bin von den kritischen MedizinerInnen und ich bin hier, weil wir, also es ist eine Studierendegruppe von Medizinstudis an der Charité und ich bin hier, um die Kundgebung zu unterstützen, weil wir einerseits aus Prinzip daran glauben, dass faire Löhne für alle absolut notwendig sind und weil zweitens die Arbeit von allen, die hier sind, absolut notwendig ist für eine gute Patienten- und Patientinnenversorgung. Dafür ist ein Krankenhaus da und es ist nicht möglich, sie zu gewährleisten, wenn die Leute unter Bedingungen arbeiten müssen, die sie selber zu Patienten und Patientinnen machen. Hallo, ich bin von der HU, ich studiere Sozialwissenschaften und ich habe gestern an der Uni von dem Streik mitbekommen. Ich finde es scheiße, dass die Leute hier keine Tarifverträge haben und scheiße bezahlt werden. Und finde es wichtig, dass auch andere Leute, die nicht direkt betroffen sind, sich hier solidarisieren und zu dem Protest kommen, damit es so viele Menschen wie möglich mitbekommen. Ja, ich grüße alle Streikenden von der CFM. Wir hatten auch 50 Monate entgelttariflosen Zustand und 20 Monate eine harte Tarifauseinandersetzung, die genau nach dem gleichen Usus ablief wie bei euch. Die wurde flankiert mit Outsourcing und ich kann nur sagen, die Löhne, die hier an der CFM bezahlt werden, sind eine Sauerei und es ist gut, dass ihr alle da seid. Ihr werdet es auch schaffen, ihr werdet ja immer mehr. Macht weiter so. Yeah! Stelle Schluss, damit wir uns alle wieder